ob ich hier der Pädophilste von allen bin. Obwohl, da kann man auch nicht widerstehen bei so einer Schnitte. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ey, wisst ihr, was geil wäre? Wenn mein Motorrad so Geräusche machen würde, wie so ein Turbo, wisst ihr, dieses dieses. Ja, das kommt nah dran, dieses. Ich liebe das. Das ist das geilste Geräusch, was es gibt. Motorrad mit den Geräuschen. Wäre schon echt geil, oder? Kennt ihr das Geräusch? Und wenn ja, schreibt mal, ob das geil wäre. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Hier sehen Sie ein Kim in ihrer natürlichen Umlaufbahn. Lebensform. Sie macht sich bereit, um in den ersten Gang zu schalten. Und sie zieht die Bremse, damit sie nicht nach vorne rollt. Ich habe meinen Fuß auf der Hinterradbremse, damit ich nicht nach vorne rolle. Jetzt können wir... Ne, jetzt haben die erstmal grün. Jetzt chill ich immer noch mein Leben, weil die grün haben. Danach haben wir grün und dürfen links abbiegen auf den Ostwestfalen-Damm. Oder wir haben jetzt schon grün, obwohl die noch am Fahren sind. Ist mir doch scheißegal, ich fahre dann auch. Okay. Alter, heute ist wieder einer dieser Tage, an dem dieser Motovlogger, der Marco, ein Video rausbringt. Oh, Sachen gibt's. Die gibt's. Yo, yo, der Ab, Alter, der hat sich dazwischen gedrängelt. Seht ihr den Ab? Ab geht die Post. Ja, wenigstens überholt er mich. Das ist doch ein sauberer Typ. Ja, ich fahre aber trotzdem so schnell, dass er mich nicht überholen kann. Deswegen gehe ich ein bisschen vom Gas, damit er hier vorbeikommt. Hat die sich gerade aufgeregt? Hat die gerade ihre Hand gestikuliert, um sich über mich aufzuregen? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall 60er Blitzer, der vorne und hinten blitzt. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe gar kein Fenster. Oh, der Tunnel, der Tunnel, der Tunnel, der Tunnel. Der Tunnel, der Tunnel. Die Mehrzahl von Tunnel ist Tunnel. Hohoho. Boah, das dröhnt hier richtig in dem Tunnel. Eins, zwei, drei. Ist das geil. Ist das geil. Hab ich aber gesagt, was wir machen? Ich bin mit Kim unterwegs in Bieledorf. Wir fahren zu Luis, weil ich weiß nicht, ob ich euch das sichtbar zeigen kann hier. Wo ist Kim ist in meinem toten Winkel, verdammte Scheiße. Ich gucke in den Spiegel, keine Kim da. Ich gucke nach links direkt, keine Kim da. Ich gucke ganz weit. Ah, da ist ja Kim im toten Winkel. Hi. Also, wir fahren zu Luis. Because my Stiefel macht sich teilweise selbstständig. Der Schleifer an dem Stiefel, das sind, das nennt sich doch Stiefelschleifer, keine Ahnung was. Ja, moinsen. Sieht man den? Sieht man das? Ich weiß nicht, sieht man das? Ich sehe bestimmt behindert aus. Der geht auf jeden Fall vorne, irgendwie hat er sich gelöst oder so. Ich habe keinen Imbus, um den da, um das lose zu machen, um das zu fixen. Deswegen fahre ich einfach mal zu Luis und ich habe keinen Kassenbon dabei. Ich hoffe, die ficken mich nicht, Alter. Alter! Ich wurde übrigens von meinem Vater darauf angesprochen, dass ich so oft Alter sage. Alter, Alter! Deswegen, ja. Alter Falter. Oh, ich habe im zweiten geschaltet, nicht im neutralen. Oh, da habe ich was abgewählt. Ja, deswegen gucken wir mal, ob das funktioniert. Funktioniert. Dass mir die da trotzdem weiterhelfen können. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen blöd.
Der hat einen Rollstuhl hinten drauf. Ja, der kann Quad fahren und weißt du, dann geht er runter in seinen Rollstuhl. Ich würde sagen, der hat auf jeden Fall, lässt sich nicht abbringen vom Quad fahren. Ich glaube aber nicht, dass der ist, der im Rollstuhl fährt. Glaube ich irgendwie nicht. Kim hat ihr Motorrad auch erst letztens geputzt. Die war ganz sauber. Und jetzt ist sie wieder dreckig. Dieses scheiß Bäume da mit diesem komischen Staubzeugs, dieses Gelbe da, das ist voll beschissen. Meine Maschine steht zum Glück größtenteils drinne. Sie fährt halt, ja, auch bei schlechtem Wetter muss sie leider mit dem Motorrad fahren, weil sie noch keinen Autoführerschein hat. Weil sie erst 16 ist und im Juli erst 17 wird und dann immer noch nicht alleine im Auto fahren kann. Ja, ich weiß. Ich bin 20. Ich bin ein Pädophiler. Verdammt. Ich habe letztens in den Kommentaren gesehen, so, du bist immer in deinem Alter. Mimi. So, denke ich mir, ja. Wenn man sich mal anguckt, von, sag ich mal, von den meisten Eltern von euch, die sind wahrscheinlich einige Jahre mehr auseinander, oder? Wie viel, also meine Eltern sind neun Jahre auseinander. Also 9 Jahre Unterschied. Was ziemlich krass ist, wenn man so bedenkt, so ja, aber wenn man sich jetzt später kennengelernt hat und so, ist das ganz normal. Wie viele Jahre sind eure Eltern auseinander von Jahren her? Oder beziehungsweise ihr mit eurem Freund, eurer Freundin, wie viele Jahre sind da Differenz? Es würde mich mal interessieren, ob ich hier mit meinen drei Jahre und ein paar Monate, ob ich hier der Pädophilste von allen bin. Obwohl, da kann man auch nicht widerstehen bei so einer Schnitte. Nichts ahnend. Sie weiß nicht, wovon ich rede und sie guckt dann das Video und denkt sich, Alter, was ist das denn für ein Spaß? Der soll mein Freund sein? Ja. Da hinten ist Louis auf jeden Fall. Und wir haben grün. Hier darf man eigentlich nicht reinfahren, aber das ist mir komplett egal. Mit dem Motorrad ist das wirklich Wumpe. So, wir gehen mal rein. Ich informiere euch gleich einfach, ob es geklappt hat oder nicht. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Oh, jetzt habe ich den Übergangsdings vergessen. Egal, geht auch so. Gott, keine Ahnung, wo wir sind. Ich wollte von Louis nicht links abbiegen, weil da so übelst voll war und wir da nicht hätten reinbiegen können, gut. Deswegen bin ich einfach rechts gefahren. Egal, wir haben sowieso kein Ziel, also ist der Weg unser Ziel. Neue Territorien kennenlernen, das klingt auch noch viel Spaß. Hi! Öfters hier? Nein, mein Lenkrad schlägt ein. Crash! Crash! Fast Unfall. 1000 Klicks. Ey, wisst ihr, was mich abfuckt? Hier sind irgendwie gar keine Schilder, wo es wo lang geht oder so. Ich weiß, ich bin hier schon mal lang gefahren, aber ich weiß nicht gerade genau, wo wir hier hinfahren. Das ist eine gute Frage. Ich glaube Richtung Bünde. Ich könnte mich aber auch täuschen. Wahrscheinlich täusche ich mich. Egal, ich werde gleich irgendwo rauskommen, wo ich mich auskenne. Ach, wir sind beim Mediamarkt. Es war wirklich kein Cut möglich, kein Cut nötig dazwischen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich weiß nicht, Alter. Ich fahre da nie lang. Also ich bin nie bei dem Mediamarkt hier. Und wenn ich zum Mediamarkt fahre, dann fahre ich einen komplett anderen Weg. Komme ich von ganz anderen Richtung. Ja gut. Also Leute, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüsseli.
Alter, wie dicht ist der gerade bitte neben mir gefahren? Wenn hier so viel Platz ist, ne, ganz ehrlich, dann kann man auch auf der Gegenfahrbahn überholen und muss nicht unbedingt auf der eigenen Spur da überholen. Also, muss jetzt nicht sein, ehrlich. Naja.